I'm not supposed to put myself in. Ja, was ist das überhaupt für eine Situation? This is kind of stressing me out. Ja, mich auch. So, lass mich anfangen. Herzlich willkommen zurück zu Soma. Ja. Hey! Anyone? I don't think so, my friend. Could you please stop crying or screaming? Genau sein. Diese Folge wird wahrscheinlich schon, heute ist immer noch Montag, diese Folge wird, das sind Anzüge. Und zwar, wenn ich das richtig mit dem Trailer vereinbare, Taucheranzüge. Diese Folge wird wahrscheinlich, das können wir doch als Waffe benutzen, oder? Schade. Es ist immer eine schlechte Idee, auf irgendwas zu drücken, was leuchtet. Diese Folge wird vermutlich schon morgen kommen, also am Dienstag, da ich das momentan kein Bloodborne läuft. Ich komme, also muss auch noch mit Chris genau abklären, wie wir das machen, mit aufnehmen. Wieder. Möchtest du einfach. Na. Bleib. Danke. Und daher, damit nicht überhaupt nichts läuft, 4 Tage die Woche, habe ich mich dazu entschieden. Einfach so mal. So lange. Flash mich noch ein bisschen. How did I get here? Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Wie sind wir hier gekommen? Automatisiert. Terminal-Freischaltung über Service-Konsole. Ja, wenn mir das nur so angezeigt wird, hilft mir das auch. Service-Konsole. Ist das hier? Da, Service-Konsole. Ist sogar beschriftet für uns. Zum Zugriff Omni-Tool einführen. Ich glaube, sowas besitzen wir nicht, oder? Omni-Tool-Chip-Installation bauen, Form. Optimieren Sie Omni-Tool mit vollständigen Benutzerdefinitionen. I see. Ja, okay, aber was ist Omni-Tool? Besitzen wir sowas? Sollen wir so einen Anzug hier nehmen? Da uns noch. Hier ist ein Kaffee. Hier sind Stiefel. Hier ist irgendwie Blut. Das ist irgend ein Geschleime. Ja. Warum möchtest du nicht öffnen? Zu inkompetent, um vorwärts zu kommen. Okay, gucken wir uns das hier einfach mal an, was es hier sonst noch so gibt. Was zum Teufel bist du? Bist du Omni-Tool? Andererseits, wo soll ich dich hier? Ab in die Ecke mit dir. Drücken Sie auf. Ah. I see what you did there. Wahrscheinlich, wenn man schnell genug draufkommt, darf man es sonst. Ich weiß nur nicht, ob es immer so intelligent ist, direkt gewaltsam. An sowas heranzugehen. Jetzt das ja. Ich hoffe, die Lampe klappert so, dass es nicht mein Bildschirm ist. Die kommt fast auf mich. Alter, Windows. Danke. I see. Das ist eine Sicherheitsschiene vor. Wie frech ist das denn? Können wir vielleicht noch gebrauchen? Ja, jetzt schnell kann ich aber nicht von innen anbringen, oder? Könnte sich im Horror spielen, aber ich weiß. Wer weiß. Auch wenn es nicht mehr so viel bringt, da ich es nicht schalten kann. Hä? Ich glaube, dass der eben bei Automatik speichern. Data Buff.
It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comms app. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? Das frage ich mich gerade auch. What the fuck? Verdammt. Was drin. Also es sieht so aus, als wäre das drin. Allerdings, als wäre da vollständig was drin. Das hört sich aber nicht so an, als wäre noch was drin. Okay, was haben wir denn hier? Nichts? Was ist das denn hier? Das ist ja schon ein bisschen mit dem Tropfen, ne? Was ist das denn? Nitro. Ja. Können wir uns ein Messer aneignen hier? Das ist nur wenig, aber besser als nichts. Aber wahrscheinlich genauso gut wie nix. Warum sind... Also ich habe ja schon ungutes Gefühl, wenn der Spiegel zerschlagen ist. Es gibt zwei Handtücher für männliche und weibliche. Warum sollte man den Spiegel zerschlagen? Was haben wir denn hier? Breakroom, Thermal Plant, Observation Tower, Observation Tunnel, Security Tactic. Okay. Bisher scheint das Spiel aber noch sehr linear zu sein. So. Das klang zwar komisch, normalerweise wäre das wahrscheinlich nicht der erste Weg, den ich gehe. But we got no option. Das sieht alles irgendwie nicht so ganz gut aus. Hier ist das nicht. Ist jetzt hier hingehe, habe ich das da wieder? Nö. Okay. War hier irgendwas interessant? Ich warte darauf, dass ich irgendetwas finde, was ich benutzen kann, wenn ich rumhantieren kann. Bisher fühle ich mich etwas wehrlos. Hat das was damit zu tun, wenn ich euch angucke? Mit meinem Fortschritt oder meiner Nähe zu dieser Ecke. Das macht das alles nicht besser. Das ist ein Terminal, das ich nicht benutzen kann. That's okay.
habe so das Gefühl, dass du das Objekt bist, was ich suche. Beziehungsweise, wo ich hin soll. Hey, you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some structure, Jill? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. Oh, da fehlt jetzt wohl eine. Ran, setz mal auf die Sneaky Tour. Kann ich ihn gut runterkriechen? Nee. Das ist mein eigener Herzschlag, den ich höre. Wir haben Gehirnschäden, ne? Ist nicht gut für unseren Stress. Weil nicht gut für unseren Körper. Ein hoher Mord auf der Kuh, ey, kannst du nach links und rechts. Ne? Ein sehr nützlicher Hinweis. Wir machen das jetzt egal, Sneaky. Das ist ein kaputtes Shot. Ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Atmosphäre ist echt genius. Ich fühle mich ein bisschen ängstlich. Ängstlich trifft es doch ganz gut. Ja. Ich weiß nicht, in manchen Spielen sieht man immer, was so die Gefahr ist. Zum Beispiel bei Alien Isolation hat man ziemlich schnell raus. Lüftungsschächte sind böse. So ein Kram, aber hier habe ich das leider noch nicht raus. Und ich fühle mich ein bisschen hilflos. Und ich weiß nicht, was ich trauen kann. Wem ich trauen kann. Hier laufen die Generatoren, aber die Terminals sind nicht an. Ist, wovon entdeckt zu werden. Ich soll weniger Geräusche machen, um nicht so schnell entdeckt zu werden. Die Frage ist, wovon? Ich sehe nichts. Ich höre aber was. Die Frage ist, wohin muss ich da wirklich diese Tür aufmachen? Bewegen uns mal. Okay, es ist an dieser Tür offensichtlich. Nur ist die Frage, ist es immer das, was wir suchen?
haben jetzt was von der anderen Seite da gehört. Heißt das, es sollte da vielleicht nicht durch? Spiel. Soll ich da jetzt durch? Oder soll ich es nicht? Also, Schreie auf der anderen Seite oder Bollern dagegen ist jetzt normalerweise nicht die Ansage, komm hier durch, aber... Ich folge meinen Instinkten und renne weg. Omni-Tool schwenken. Ich hatte es befürchtet. Also mit, man hat in dem Spiel ja irgendwelche Gerätschaften, also und gerade in so Horrorspielgerätschaften, wo man Türen öffnen kann. Mit in Alien Isolation, was jetzt ziemlich extrem mit den ganzen Schweißern und Verbesserungen und hast du nicht gesehen. Aber. Es gibt auch kein einziges Horrorspiel, wo du spawnst, der dir direkt alle Gegenstände in die Hand drückt und sagt, so, wenn du den schnellsten Weg nach draußen findest, hast du Glück gehabt. Sondern es heißt immer, schön eins nach dem anderen sammeln. Schön eins nach dem anderen sammeln. Ich weiß, solche Spiele neigen mich dazu, einem viel zu erklären. Doch ich hätte gerne eine Erklärung. Was zum Teufel passiert denn? Ich habe keine Ahnung. Ich konnte mit einem Tritt auch nicht mehr Geräusche machen. Ich habe so das Gefühl, dass du mein Objekt der Gebiete bist. Mit Tab können Sie Ihr Inventar aufrufen. Darf ich? Mal. Ach so, ist das da unten schon mein Inventar? Das Omni-Tool ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff, Verwalten und Steuern computergeschützter Systeme. Und die Onboard-KI beinhaltet einen Open-Source-Satz. Aha. An Verhaltensweisen und Protokollen, mit denen der Benutzer Routineaktionen über grundlegende Logikdiagramme automatisieren kann. Herrgott. Im Laufe der Zeit passt das Omni-Tool seine Programme auf bewusstes Verhalten automatisch an, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Benutzerfehler zu minimieren. Das Kurzstreckensignal des Omni-Tools ist für eine grundlegende oder automatisierte Aktion wie das Öffnen von Türen nützlich, während es zur Durchführung komplexer Aufgaben mit einer Workstation oder einem Terminal physisch verbunden sein sollte. Wir können eigentlich gleich mal zurück in das Reiche. Zum Upgrade Ihres Geräts stecken Sie es einfach eine Erweiterungskarte in den Haupt- oder Zusatzsteckplatz. Der Hauptsteckplatz des Omnisus verfügt über einen Standard C11-21 Anschluss, in den die meisten handelsüblichen Cortex-Chips passen. Beachten Sie, dass die Onboard-KI durch die Hinzufügung einer zusätzlichen KI außer Kraft gesetzt wird. Der Hilfsteckplatz ist ein Multi-Anschluss, in den eine Vielzahl an Werkzeugchips nur darunter drin. Auch wenn ich ein bisschen was von Technik verstehe, ne? Die Anschlüsse sind frei erfunden, glaube ich zumindest, und helfen mir nicht, sie zu wissen. Oh, beziehungsweise es hilft mir nicht, sie zu wissen. So, ich möchte jetzt einmal aber zurück. Ich
Ich habe übrigens das Gefühl, dass diese Verzerrung kommt, wenn wir uns in der Nähe des Bösen befinden. Bei demjenigen, vor dem wir fliehen. Falls man es fliehen nennt. Eine Ladezeit. Service console up to 3, including pilot seat activated. Inventar. Einfache Stretch-Anzüge, unbekannte Kontaminierung in Verwendung. Das hilft mir halt nicht. Während zu gebrauchen, ist selber offline, Hauptstromversorgung ausgesetzt, bla bla, Programm unzuverlässig. Notfallsysteme 13 Tage verbleiben. Oh. Ha? Sagt mir nichts. Und ich nehme Wissen. Ja, wir. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong. I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors. Basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do you do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get it to places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Ich habe hier definitiv ein Problem, was ich nicht selber lösen kann, aber wahrscheinlich muss. Ja, der Chip jetzt hin? Er ist verschwunden. So, ich habe jetzt schon mal einen, der geht nicht. So. Ich habe jetzt einen Werkzeugchip. Toolchip Security Cipher. Updated. Nun bist du für was nützlich, oder wie? Ja, Tab ist wirklich mein... Was haben wir noch hier? Pilotensitz 3Y. Hilft mir das in irgendeiner Form? Nein. Offline. Kein Piloten. Das hilft uns alles nix. Bei 3 wurde irgendeine Kontaminierung gefunden, ne? Ja, sieht genauso aus wie der andere. Good work. So. Bevor wir uns jetzt mal wieder auf den Weg in die Station machen, beziehungsweise weiter, von irgendwas gejagt werden, was wir nicht wissen, was es ist, was nur irgendwelche komische Verzerrungen hervorruft. Wir können offensichtlich bei Berührung mit Maschinen
irgendwelche Erinnerungsfetzen aufschnappen. Das ist alles ein bisschen komisch. Aber gut, Atmosphäre ist Hammer. Ich werde weitermachen. Ich hoffe, ihr guckt auch weiterhin zu, wenn es wieder heißt Soma mit mir, dem Jan. Und zwar morgen 17 Uhr auf meinem Kanal. Bis dahin, haut rein.